Meine lieben Steinböcke, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Herzlich willkommen zu diesem allgemeinen Reading zum Thema Liebe und Wunschpartner für die kommenden 7 Tage. Und wenn ich kommende 7 Tage sage, dann bedenkt bitte, dass das Universum die Zeit nicht so kennt, wie wir Menschen sie rechnen. Was bedeutet, sobald ihr dieses Video startet, sobald euch diese Botschaft erreicht, egal ob in einer Woche, einem Monat oder einem Jahr, starten die 7 Tage, denn dann soll die Botschaft dich auch erreichen. Wir werden jetzt mit dem Seelenreich-Orakel erstmal in dein Herz, deine Seele lauschen, was die dir so mitteilen möchten, bevor wir mit den Lenormand-Karten in die kommenden 7 Tage gehen und jede einzelne Karte dann noch ganz genau mit dem Licht- und Schattentarot aufklären. Und andere Orakelkarten kommen bei mir auch immer noch zum Einsatz. Aber jetzt starten wir auch gleich los mit dem Blick in euer Herz, in eure Seele. Was habt ihr vielleicht in der letzten Zeit unterdrückt, wolltet nicht hinschauen oder welche Botschaft soll euch im Allgemeinen erreichen? Da hätte ich gerne eine Energie aus eurem Herzen. Was möchte euch das mitteilen? Eine wundervolle Überraschung, etwas ganz Neues wartet auf dich. Also das ist doch schon mal, ja, das ist schon mal eine Mega-Botschaft für die kommenden 7 Tage, dass etwas Wundervolles auf dich zukommen soll, etwas, mit dem du nicht gerechnet hast, ja. Etwas, das dich wirklich überrascht, aus den Socken haut und glücklich machen wird. Gut. Dann schauen wir, was die Lenormand-Karten zu deiner Überraschung, zu deiner Botschaft, zu dem ganz Neuen, was auf dich zukommen soll, zu sagen haben. Da hätte ich gern 4 Karten. Was darf ich für die kommenden 7 Tage erzählen? Und noch 2 Karten, bitte. Dankeschön. So, wir haben den Brunnen, die Eulen, das Klee und die Nachricht. Ja, das ist doch super passend zu der oberen Karte. Der Brunnen heißt immer, man geht einmal in sich. Man schaut mal genau in sich, horcht in sich, was da so in einem los ist, was da für Träume, Wünsche sind, was da vielleicht noch aufzuarbeiten ist, was man fühlt, was man spürt, wonach man sich sehnt. Das ist eine richtig tiefe Innenschau. Da geht es in die Tiefe. Die Eulen sagen auch eine Veränderung voraus. Da passiert etwas. Ja, da werden auch Gespräche auf dich zukommen, die eine Veränderung in der Liebe für dich herbeiführen. Und zwar eine sehr glückliche Veränderung. Der Klee ist für einige andere Kartenleger immer so das kleine Glück. Dem kann ich nicht folgen, beziehungsweise da bin ich nicht der gleichen Meinung. Der Klee hat Pusteblumen. Ja? Hier, man sieht sie so schön auf diesem Bild. Und diese Pusteblumen versprühen ihren Samen überall hin. Und überall, wo sie landen, wächst neuer Klee. Darum ist das für mich ein Glück, das wächst. Mag vielleicht jetzt noch klein sein, ja? Aber in einem Tag wächst neuer Klee. In einer Woche ein ganzes Plätzchen voller Klee. Und irgendwann eine ganze Wiese voller Klee und Pusteblumen. Also das Glück wird wachsen. Das alles hat mit Nachrichten zu tun, die du erhältst. Du erhältst Nachrichten, die dich glücklich machen. Du erhältst Nachrichten, die dich dazu bewegen, in dich hineinzufühlen, zu spüren, was da in dir passiert. Du erhältst Gespräche, du sprichst und diese Gespräche bringen dich auf andere Gedanken. Diese Gespräche
lassen dich von Veränderungen träumen oder sie verändern dich gerade. Und da gehen wir jetzt genauer drauf ein. Auf dem Brunnen erstmal, was passiert denn da gerade tief in deinem Inneren? Was passiert in deinem Inneren? Da hätte ich gerne drei Botschaften. Und noch zwei, bitte. Ja, der König der Kelche, vier der Münzen und die acht der Kelche. Deine Innenschau weckt den liebevollen Menschen in dir, den liebevollen Mann oder die liebevolle Frau. Du spürst plötzlich das Bedürfnis, Liebe zu geben. Du öffnest dich der Liebe, du spürst Liebe. Du merkst vielleicht eine kleine spirituelle Ader in dir, beginnst wieder an etwas zu glauben, möchtest verwöhnen, möchtest Zärtlichkeit geben und Zärtlichkeit empfangen. Das ist das, was die Innenschau gerade bei dir bewirkt. Du öffnest dich. Du öffnest dich auf eine Art und Weise, wie du vielleicht ja schon länger nicht mehr getan hast. Denn wenn man eine Innenschau vollbracht hat, dann bringt das etwas nach oben, ja? Und von daher habe ich so das Gefühl, das, was gerade in dir vorgeht, die Liebe, die du spürst, die du geben möchtest, ja, die kommt gerade wieder an die Oberfläche. Die vier der Münzen sagt dir oder gibt dir das Gefühl, das möchte ich behalten. Das, was ich gerade erfahre, das, was ich gerade erlebe, das, was ich gerade spüre, das möchte ich behalten, denn das gefällt mir. Das ist so mein Schatz. Schaut, wie die Frau die Tasche an sich drückt. Das ist meins. Das gebe ich nicht mehr her. Die Acht der Kelche zeigt diesen Wandel, den du da gerade durchmachst, oder diese Offenheit für Gefühle. Die bringt dich auf einen ganz neuen Weg. Da war vielleicht die Dunkelheit, ja, die Dunkelheit in der Zeit, in der du das alles nicht zugelassen hast oder nicht gespürt hast. Und jetzt marschierst du auf die Sonne zu. Die Acht der Kelche ist, du lässt etwas hinter dir, und zwar dieses Dunkle. Da ist ein Wandel im Gange, ist aber auch gut möglich, dass das euer Gegenüber ist. Möchte ich nicht ausschließen, denn da kommt ja auch eine Überraschung auf dich zu. Die Überraschung kann sein, was du plötzlich für Gefühle empfindest, die da hochkommen. Die Überraschung kann aber genauso sein, dass dein Gegenüber sich wandelt und sich plötzlich öffnet. Das ist bei allgemein Readings nun mal, ja, jeder steckt in seinen eigenen Schuhen, von daher sind da immer zwei Deutungen möglich. Was haben die Eulen zu sagen? Jetzt bin ich gespannt. Huch, hier geblieben. Was haben die Eulen zu sagen? Die Gespräche, das ist eine ganze Menge. Lehnt euch zurück, es geht länger. Gut, fangen wir an. Die neun der Münzen, die sechs der Münzen, der Page der Kelche, die zwei der Stäbe und die drei der Stäbe. Okay. Du hast das Gefühl, du kannst alles erreichen. Im Moment schaust du so auf diesen Baum und entdeckst Fülle, Liebe, Zärtlichkeit, Sehnsucht, Wünsche, Träume hängen da plötzlich und du möchtest den Arm ausstrecken und die alle pflücken, ja. Du hast so ein Glücksgefühl in dir. Du hast plötzlich so
ein Gefühl des Erfülltseins in dir, ja? Du traust dir wieder was zu, du träumst wieder. Da kommt der Ausgleich wieder in deinem Leben von Geben und Nehmen. Vielleicht hattest du die ganze Zeit das Gefühl, dass du immer nur gegeben hast und nichts zurückbekommen hast. Aber das ändert sich. Das ändert sich hier mit diesen Gesprächen, mit diesen Veränderungen, die in dir vorgehen. Du fühlst plötzlich, als würdest du etwas zurückbekommen. Und du hast Schmetterlinge im Bauch. Der Page der Kelche ist verliebt. Der Page der Kelche hängt mit dem Kopf in den Wolken, ist ein kleines Glücksschweinchen, träumt, hat Schmetterlinge im Bauch, das Herz klopft ihm, er ist absolut verliebt und in der Leichtigkeit. Und das ist genau das, was dieser Baum aussagt, ja? Man träumt. Man hat die Früchte vor Augen, man möchte sie alle greifen und sie sind zum Greifen nahe. Und du sollst diese Früchte auch ernten, denn der Ausgleich soll für dich ins Leben kommen. Und diese Verliebtheit ist nicht nur eine Verliebtheit, das sind Liebende. Das, was plötzlich da in dir hochkommt, dieses Gefühl, das ist Liebe. Du bist bereit, dich zu öffnen. Und das Gefühl, was du spürst, das möchtest du nicht mehr hergeben. Darum hältst du die Tasche so fest. Du weißt, du musst einen neuen Weg einschlagen. Vielleicht auch, um dich zu öffnen. Vielleicht, um von diesen Früchten hier am Baum naschen zu dürfen. Vielleicht, um diesen Ausgleich erfahren zu dürfen. Aber das ist Liebe. Du sitzt noch vor deinem Fenster. Du hast die Träume hier auf das Papier gebracht. Der Globus ist die Welt. Du möchtest mit dem VW-Bus die Welt erkunden. Du sitzt da und schaust raus und träumst davon. Du gehst noch nicht vor die Tür, du zögerst noch. Aber du hast den Stab schon in der Hand. Du möchtest es wagen. Und du wirst es wagen, denn die drei der Stäbe sagt, du wartest nur auf den perfekten Moment. Die Frau schaut aufs Meer mit dem Surfbrett in der Hand und wartet auf die perfekte Welle, davon reiten zu können. Und das Purpur, meine Lieben, ist immer Liebe. Ich glaube, diese glückliche Überraschung, die da auf dich zukommt, das ist dieser Wandel in dir. Dieses Gefühl, das aus der Tiefe von dir nach oben kommt, womit du überhaupt nicht gerechnet hast. Das Glück. Schau mir mal, was das Glück dir zu sagen hat. Da hätte ich auch gerne drei Botschaften. Jetzt noch zwei. Was bedeutet für euch das Klee? Das Glück, das am Wachsen ist und immer größer wird. Eine noch. Da ist etwas abgestürzt. Ups, mein Tisch klappt aber ganz schön. Gut, das Glück. Ja. Hier, die Gerechtigkeit. Das ist genau das, was ich gerade gesagt habe mit dem Ausgleich. Da wird Recht gesprochen. Die Gerechtigkeit spricht Recht. Ja, jetzt wiederhole ich mich. Da sollen die Waagschalen ausgeglichen werden. Das hast du dir verdient. Das ist für dich. Das Geben und das Nehmen ist im Einklang. Dass du immer nur gibst, das hört jetzt auf. Du bekommst jetzt etwas zurück. Und das macht dich verdammt glücklich. Bist noch ein bisschen wankelmütig, stehst noch auf einem Bein, hältst die Münze zwar schon ganz fest, bist dir aber noch nicht sicher, noch nicht so richtig geerdet. Vielleicht kannst du dein Glück auch irgendwo ein Stück weit nicht fassen, ja? Bist so,
Oh, ehrlich, für mich, ist das echt? Kann ich das annehmen? Was bedeutet das? Lauter solche Dinge, so wankelmütig, ja? Wie hier, ne? Du sitzt da, hast deinen Traum vor Augen, den Stecken in der Hand, bist aber noch nicht vor die Türe gegangen. Aber das kommt. Der Hierophant bringt die Erkenntnis. Und du hast schon viel Erkenntnis bekommen, denn du hast ganz tief in dir gegraben, analysiert. Und jetzt kommt die Erkenntnis, du weißt, das ist dein Weg. Schau mal, wie glücklich der strahlt. Der erkennt jetzt, hier ist mein Weg, da geht's zu meinem Wunsch, zu meinem Traum. Und da ist schon wieder Purpur. Also bei euch ist gerade nur Purpur. Das ist dein Weg zu deiner Wunscherfüllung, zu deinem Traum. Und dass du das erkennst, das macht dich so scheiße glücklich. Die Nachrichten. Die Nachrichten. Was sind das für Botschaften, die dich erreichen? Kann in jeglicher Form sein, in Briefform, in Telefonaten, in WhatsApp, SMS, was weiß ich, was es gibt. Was für Nachrichten erreichen dich? Da hätte ich auch gern drei Botschaften, bitte. Schön. So. Einerseits bringen dich die Nachrichten, wie soll ich sagen, in Gedankenchaos. Du hast tausend Gedanken im Kopf. Du weißt nicht, was du damit anfangen sollst. Du fühlst dich ein Stück weit gefangen, hast keinen Plan. Du hast die Augenbinde vor den Augen, du weißt nicht, wie kann es weitergehen. Und wenn du dir das aber anschaust, ja, die Gedanken, die dich festhalten, die dich vielleicht auch behindern, das sind ganz dünne Schnüre, es sind keine Eisenketten, keine Stahlketten. Du musst die Arme nur auseinanderreißen. Und der Magier ist gefallen und das erkennst du auch. Du weißt, dass du alles in dir hast, jeden Zauberspruch, jeden Kräutertrank steckt in deinem Kopf. Doch wenn du sie da drin lässt, ne, mit der Augenbinde, dann kannst du nichts erreichen. Denn der Magier, der kann sich seine Welt so bunt malen, wie er möchte. Hier. Der Magier weiß, wie es geht. Der weiß, wie er es anstellen kann. Und der wird es anstellen. Der wird seine Zaubersprüche rauslassen. Und schau mal daher. Der Sprung in die Liebe. Das ist ein Ja, ich lasse mich drauf ein. Ja, ich spring in diese Kelche voller Glück, voller Liebe. Denn da steckt alles drin. Da ist Liebe, Zärtlichkeit, Geborgenheit, Vertrauen. Und den Sprung werdet ihr wagen. Und das lösen diese Nachrichten in euch aus. Dieses Glück, was ihr erfahren werdet, ist, dass da etwas Schönes auf euch zukommt, mit dem ihr null gerechnet habt. Da kommt ein Ausgleich in der Liebe auf euch zu. Da kommt etwas auf euch zu, was euch dazu bewegt, euer Innerstes zu ergründen, was ihr euch wirklich wünscht und wonach ihr euch sehnt. Und das ist hier, euch zu öffnen, Liebe zu geben, Liebe zu empfangen. Das sind super schöne Karten für euch. Jetzt schaue ich mal, welche Energie euch noch. Gott, es war aber raketenhaft. Welche Energie euch noch begleitet bei dieser Erkenntnis, bei der Innenschau. Und wenn ihr beginnt, euch eure Welt so schön zu malen, wie sie für euch ist. So. Eine Karte hätte ich gerne, eine Energie für die kommenden 7 Tage. Keine Energie.
Darf ich noch eine? Ich würde sagen, die geistige Welt sagt, Sie haben genug gesagt. Na doch, da ist sie. Jetzt bin ich gespannt. Ergib dich dem Göttlichen. Wo war sie? Wo war sie? Wo war sie? Da war doch irgendwo. Tschick, 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 tschick. Das Gericht. Da, die Gerechtigkeit. Ergib dich dem Göttlichen. Da ist etwas für dich auf den Weg gebracht. Da wird dein Vertrauen belohnt. Da wird deine Geduld belohnt. Da ist eine Überraschung für dich auf den Weg gebracht, die dich glücklich machen soll. Also hab Vertrauen. Die Gerechtigkeit ist für mich auch immer, wie ich vorhin gesagt habe, da soll Recht für dich gesprochen werden, dass du in den Ausgleich kommst. Was sagen die kleinen Herzorakel noch dazu? Jetzt bin ich aber echt gespannt. Bei so viel Liebe für euch, mit den Liebenden, dem Pagen der Kelche, den Neun der Kelche, dem König der Kelche. Und das sind schon drei. Wunder. In deiner Beziehung steht eine Veränderung an. Du darfst Wunder erwarten. Und Vergebung. Vergib und verzeih. Das Leben ist zu wertvoll, um es sich zu verderben. Vergib dir auch selber, ja? Vergib den anderen, vergib dir und dann kann das Glück in dir auch wachsen. Solange du noch einen Groll hegst, traurig bist, hoffnungslos, das sind all diese Dinge, die du jetzt ergründen sollst. Was geht in dir vor? Du möchtest den König oder die Königin der Kelche hochholen. Du möchtest dich öffnen für die Liebe. Aber wenn du das tust, dann vergib dir auch. Und allein die Zeit wird es sein. Super, super schöne Karten für euch. Da kommt etwas in Bewegung in euch, für euch, das euch glücklich machen wird. Die Liebe steht an. Verliebtheit, Herzbomben, die Liebenden, was will man mehr? So, was möchte euch das Universum zum Schluss noch mit auf den Weg geben? Wenn ich mir erlaube, die Gefühle hinter meinen Mustern zu spüren, wird die wahre Heilung zuteil. Und das werdet ihr euch mit dem Brunnen erlauben. Die Gefühle hinter euren Mustern zu erkennen. Und Hoffnung, lasst Wunder geschehen. Jetzt haben wir zweimal Wunder bei euch. Ist ja mega. Hoffnung lässt Wunder geschehen und Wunder in deiner Beziehung steht eine Veränderung an. Das ist Hammer. So. Diejenigen von euch, die meine Tagesbotschaften kennen, kennen die kleinen Soulmaster-Karten. Jetzt hätte ich nämlich, nein, keine 100. Eine kleine Weisheit für euch noch für die kommenden 7 Tage. Was möchte die geistige Welt euch noch mit auf den Weg geben? Dankeschön. So. Balanciere dich in den 4 Lebensbereichen Gesundheit, Beruf, Beziehung und Seele neu. Das Universum möchte, dass du neue Wege gehst und lockt dich aus deiner bequemen Komfortzone. Das dürft ihr euch auf der Zunge zergehen lassen, denn das ist genau die Botschaft, die hier liegt. Ja, meine Lieben, ich hoffe, ihr lächelt jetzt. Ich hoffe, ihr fangt schon an zu schauen, was wollt ihr denn da tief aus euch an die Oberfläche lassen, die Liebe, die da liegt, den Mut und damit ihr in den Ausgleich kommt und das Leben wieder so richtig genießen könnt. Ich drücke euch jetzt ganz, ganz fest und wenn ihr noch am Graben seid, vielleicht Hilfe benötigt, Fragen habt, dann dürft ihr gerne unten in die Infobox klicken, findet ihr meine WhatsApp-Nummer, schreibt mich an, wir telefonieren, schauen, wie ich euch begleiten kann, was ich für euch tun darf. Ich wünsche euch jetzt
ganz tolle 7 Tage, ganz viel Kraft, diesen Weg zu gehen, den Magier rauszulassen, euer Leben bunt zu malen und die Liebe in vollen Zügen zu genießen. Ich drücke euch, ihr seid einzigartig und wunderbar und ich freue mich, dass es euch gibt. Ihr macht mich glücklich mit euren Kommentaren und mit der Zeit, die ihr hier mit mir verbringt. Ja. Bis dahin jetzt alles, alles Liebe von mir. Ich freue mich auf euch und bis bald. Ciao.